muss, das muss. Ah, nicht. Ja! Das ist doch perfekte Arbeitshöhe für uns hier. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Betonaktion. Ich hatte es euch ja versprochen, euch heute mal mitzunehmen. Beim letzten Mal hat es leider nicht geklappt, als wir im Müllraum waren. Ist immer ein bisschen schwierig, das mit dem Film und diesem ganzen heftig vielen Arbeit, die da auf einen wartet, das unter einen Hut zu bekommen. Aber heute bin ich guter Hoffnung, dass wir das schaffen werden. Und ich habe die GoPro schon mal auf dem Kopf gehabt, habe eben schon mal ein bisschen die Keller gefilmt. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Hier ist unser Team. Bin also nicht alleine. Heiko ist mit dabei, Christoph ist mit dabei und der Haus Nummer 57, der versteckt sich gerade da hinten. Er bist nicht im Bild, aber zeig ruhig dein T-Shirt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wünsche euch viel Spaß und uns viel Erfolg. Ja, heute geht es an Beton. Es ist jetzt noch ganz früh am Morgen und ich nehme euch jetzt mal mit in die Super Dungeons hier an der Mühle. Das hier ist ein Keller von uns. Da war ich gestern schon ganz dolle fleißig und habe hier Planer ausgelegt. Ich habe den ganzen Boden gerade gezogen. Ja, und unten drunter hatte ich auch schon Drainagen gelegt. Hier, das ist so ein kleines Brunnenprojekt von mir. Das ist aber noch nicht wirklich weiter gediehen. Aber ich habe das jetzt schon mal eingeschaltet. Vielleicht für die Zukunft kann man das noch benutzen. Das ist tatsächlich auch so ein alter, es war mal wie nennt sich das denn, wie so ein Schöpfbrunnen. Der war hier auch gefasst. Allerdings floss hier so oberirdisch ein kleiner Bach durch den Keller durch. Das habe ich jetzt alles unten in Drainagen reingelegt. Hier guckt schon das Rohr von der Betonpumpe raus. Wenn man hier aus dem Fenster guckt, dann draußen steht auch schon die Pumpe. Eben ist der Mischer vorgefahren. Und jetzt wollen wir hier Beton reinmachen. Ich habe das Problem, dass ich jetzt hier diese Lüftungsfenster habe. Die sind eben hier zur Ventilation der Decken gedacht. Aber leider kommen mir da auch immer Ratten mit rein. Und hier unten muss auch noch einiges gemacht werden. Ihr seht selber, diese Stützen hier, die müssen ausgetauscht werden. Hier ist immer nass. Egal zu welcher Jahreszeit ist hier immer der Boden nass. Kommt als erstes die Folie rein. Und jetzt wasserundurchlässiger Beton, WU-Beton drauf. Und dann hoffe ich mal, dass das hier ein bisschen trockener wird. Im Müllraum haben wir ja schon was Ähnliches gemacht und haben damit echt tolle Erfolge erzielt. Wir haben das Problem, dass die Keller halt unheimlich nass sind. Wir sind ja hier am Wasser. Unsere Mühle, der Grundwasserspiegel, der ist nicht weit weg und es ist ständig Wasser in den Kellern drin. Ich habe unten schon Drainagen gezogen, ich hatte den ganzen Keller schon mal auf, habe gesehen, dass am Anfang war ja sogar oberflächliches Wasser in Kellern, habe gesehen, dass das jetzt unter die Erde kommt, aber die Verdunstung ist einfach zu hoch. Dieser ganze Keller, der ganze Matsch, der verdunstet und das gibt immer so einen typischen, so ein bisschen gammeligen Mock in der Bude. Und damit sollen wir jetzt mal Schluss sein. Unten im Müllraum hatten wir das ähnlich schon mal auf diese Aktion, auf diese Weise gelöst, mit einer ähnlichen Aktion. Und ich muss sagen, es ist wirklich top trocken geworden. Wir kaufen nicht nur einfach normalen Beton, so als Sauberkeitsschicht. Es ist ein spezieller Beton, ist ein sogenannter WU-Beton, wasserundurchlässig. Habe ich hier sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Habe ich drüben bei dem Haus schon die Bodenplatte mitgemacht. Hier vorne im Flur die Bodenplatte. Der ganze Müllraum ist damit gemacht. Und jetzt machen wir das gleiche noch hier in den Keller. Ja, hier sieht man mal so einen Keller. Da war ich gestern auch fleißig. Habe erstmal für Beleuchtung gesorgt. Hier muss natürlich noch viel gemacht werden. Aber ich habe hier das Problem, dass sich die Ratten, weil es ist ein unangenehmes Thema, aber die bohren sich hier unter außen am Sandstein durch und kommen dann hier im Erdkeller wieder hoch und laufen mir dann hier auf dem Kabel rum, haben ja auch schon Kabel durchgebissen, kacken mir alles voll und damit muss jetzt Schluss sein. Ich mache Beton in den Keller rein, lasse den richtig schön volllaufen, dann kommen die Viecher da nicht mehr rein und hier bei den Schießscharten, die es da hinten sieht man, habe ich so
zugemacht, aber da sind so Kellerfenster drin. Da kommt ein Vorsatzfenster vorgesetzt, dass man dann drehen und kippen kann. Hier wird man es nur kippen können. Das heißt, ein bisschen Belüftung, für ein bisschen Belüftung ist dann gesorgt. Ich mache dann noch so ein Hasendraht oder so ein Gitter davor. Wir haben da vom Hühnerstall so ein kleinmaschiges Gitter, das kommt vor das Fenster davor. Und das Fenster kommt direkt von innen eingebaut, sodass man nochmal lüften kann, aber da keine Viecher mehr durchkommen können. Wie gesagt, hier unten ist überall Drainage drunter. Das Wasser, das sammle ich hier, leite ich hier drüben in den Keller. Und da drüben in dem Keller, da ist noch eine alte Drainage. Da läuft das dann wieder in den Mühlengraben rein oder sonst wohin. Wo genau, weiß ich auch nicht. Dann habe ich es so gemacht, hier sieht man so ein Rohr. Das habe ich unten an der Drainage angeschlossen. Das ist einfach nur so ein 100er HT-Rohr. Wenn der Beton drin ist im Keller und fest ist, dann schneide ich das einfach Oberkante ab. Das hat zum einen den Grund, dass wenn Grundwasser aufsteigt, dann kann das Wasser durch das Rohr sich hier in dem Keller verteilen. Und die Wanne, die hätte ja sonst einen Auftrieb. Damit die Wanne mir nicht kaputt drückt oder sich das Ganze hier irgendwie aufschwimmt, kann das sich hier über dieses Rohr fluten, der Keller. Beziehungsweise wenn Wasser aus irgendeinem anderen Grund in den Keller reinkommt, dann kann es über die Drainage wieder ablaufen. So weit die Idee. Das gleiche habe ich natürlich drüben in einem anderen Keller auch. Teile habe ich aber auch verbuddelt da drin. Hatten wir damals schon Lappen gefunden gehabt. Alles verbuddelt. Ach, wir brauchen schon Müll statt heben wir ihn auf für die Zukunft. Wie der mal den neuen Leinen auf? Nee, der wollte erstmal pumpen. Ne, bist du nicht hier schon in den Dreck rumlaufen? Er will jetzt erstmal anpumpen, damit dieser er will erstmal anpumpen. Ich habe eben gesagt, wollen wir nicht reinziehen? Er hat gesagt, nee, erstmal anpumpen. Der will erstmal einen halben Kubikmeter dann pumpen, aber der kann uns nicht den halben Kubikmeter schon da drinnen machen, dann laufen wir erst rum. Der hat doch mal hinten gewesen. Ja, aber dann hat er will keinen Rohrstopper haben, hat er gesagt, kann ich aber stehen. Schauen wir mal. Aber du wolltest doch gar nicht hier runter. Nee, eigentlich nicht. Und jetzt doch? Was ist dann, wenn wir das Rohr da hinten in die Ecke drücken, dann laufen ja. Wir vielleicht nicht ganz so da drinnen rum. Ja. Ja, die geht aber noch rüber in den Stall, deswegen habe ich so ein bisschen an der Seite gedrückt. Ach so. Gute Bleileitung. Ah, ja, ein Haufen Geld wert. Komplett geschmacksneutral. Ein bisschen Essig ist auch noch dran. Oh, gestern, die Zwiebeln, die hätte ich nicht essen wollen. Scheiße. Na, Wasser hatten wir hier unten schon, das gibt Beton. So, ihr könnt den Schlauch reinziehen. Reinziehen, den Schlauch. Ja. Feuerwehrmann. Ich glaube, Chris, noch mehr ziehen bringt nichts. Der Kran lässt ja ab. Einfach nur gehen. Guck, guck, guck. Ja. Ja. Nein? Ja. 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 Chris, nach links auch mal ein bisschen. Wie hoch willst du das denn haben? Maximal 20 cm, maximal. Maximal 20 cm. Bin genug? Jo. Hey, Ubi. Ja. Soll ich mit Franz tauschen? Ja, mach mal. Ich weiß es nicht. Ja. Schick ihn raus. Vater. Ja. Geht das? Der Christian würde sonst mit dir tauschen.
Ja, ne, noch einen brauchen wir, glaube ich, nicht. Mal ein bisschen zurückziehen, den Schlauch. Zurückziehen, zurück? Ja, zurück. Rudi, hinter mir. Zurück. Zurück. Chris, schön in die Ecken da. Andere Seite auch. Nur gleich erstmal links rüber. Ja. Und noch ein Stück zurück wieder, glaube ich. Komm mal zurück, oder? Ja. Obwohl, nee, lass mal. Ja, liegt der Matsch da drin. Ja. Ist hier so das Knielehnen, Alter. Ja, ja, hab ich ja. Stück zurück. Zurück? Ja, ein bisschen. Oder Chris, zurück, oder? Ja. Gut. Frag ihn mal, wie viel schon raus ist. Gut. Frag ihn mal, wie viel schon raus ist. Wie viel ist raus jetzt? Etwa? Keine Ahnung. Hubi! Hä? Hier, das ist die Markierung für 20. Ja. Na? Wie viel ist denn aus? Hä? Ist der mit Konsistenz in Ordnung? Perfekt. Ja. 100%. Ah. Profisamberg. Profisarbeit. Ja, jetzt. Einmal mit Profisarbeit. Deswegen nehme ich ja auch Video auf. Sag mal, können wir dann ermitteln, wie viel jetzt raus ist? Gar nicht. Scheiße. Schwierig. Wie weit hast du denn? Hä? Hälfte etwa jetzt. Ja, schon über der Hälfte, würde ich sagen. Ey, du kannst ja anhand dem Ding jetzt mit der Höhe kontrollieren, mach dann doch weißt du es ja. Mach doch mal in etwa, mess doch mal in etwa, wie viel raus ist. Nee, du musst... Hä? Ja. 15. Ja, wir sind noch weit unter Maß eigentlich. Gerade ist es unter Maß, ne? Ja? Gerade ist es unter Maß. So, machen wir echt weiter. Das ist ein kleiner Ahnung. Ja? Es ist ein bisschen niedrig, ja? Ja, nur ein bisschen. Aber wir arbeiten dran, es wird jetzt noch niedriger. Ja, Obi, da kannst du aber gleich noch was drauf machen. Hier, ja. Mal. Wie weit ist denn das? Wir haben jetzt ungefähr 15 Höhe. Das sind insgesamt 20 Quadratmeter, der Hälfte haben wir. Also haben wir jetzt 10 Quadratmeter ungefähr. Ja, los, auf, weiter. Ich geh raus. Alles klar. Ich komme auch raus. Franz macht jetzt eine Vermittlung. Ja. Wenn wir hier gleich durch sind, brauche ich hier unten Schall. Wenn wir durch sind. Ja, dann nehme ich dir das Fenster durch. Upsi, Bupsi, Junge. Upsi, Bupsi. Hier raus. Gut. Weiter. Hör mal, da vorne, da liegt von deinem Vorgänger noch eine Schelle, ne? Auf dem Mühlstein da, auf der Sandsteintreppe, die kannst du dir einpacken. Ich brauch so eine dicke Schelle. Alles wird gut. So, fahren wir weiter. Das sind Zähne gerade mal. Lass uns ab hier noch mal was reinziehen. Ja. Oder nicht? Ja, können wir ja machen. Hast du hier so Mordsgefälle drinnen? Hä? Hast du hier so Mordsgefälle drinnen? Ja. Ja. Ich glaube, das Wasser wieder ab. Also du ziehst jetzt so ein bisschen hoch, oder was? Ja. Weil Papier hast du gerade mal die Reckenstärke. Ja, ich glaube, wenn es gut ist, ne? Boxen.
Schnelltrocknen auf den Kong. Was ist das? Schnelltrocknen. Wo ist er da drauf? Das drinnen steht. Achso, ich dachte, deine Füße werden schon fest. Wie so ein Comic. Du hast doch jetzt gesagt, du willst italienische Schuhe haben. Jetzt hast du welche. Brauchen wir nur noch einen Fluss. Brauchen wir nur noch einen Fluss, der genug Wasser hat, dass wir ihn auch versenken können. Das ist doch scheißegal, da dauert es halt länger. Ja. Ich wollte ja den Beton hier drin haben, damit es hier nicht mehr so schlecht riecht, aber ja, wenn der Kerl hier drin bleibt. Das heißt dann halt nicht für ewig hier. Ja, aber der riecht nach einer Weile so schlecht. Das hört auch auf. Ja, den musst du nur ab und zu mal was zu essen hier runterfahren. Deswegen haben die Kartoffelklappen eingebaut. Nein, 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 du bist nur um den Ball rum. Lass mal hier noch was. 10, ey! Mit 10 dran. Lass mal hier, Chris. Lass mal so. Muss das muss. Ah, ja. Das ist doch perfekte Arbeitshöhe für uns hier. Super Höhe. Das selbst ist es mir selbst. Warte mal, lauf doch nicht so schnell. Ich muss da erstmal da reinkommen. Ja, wenn es langsam geht, ne? Ja, warte mal. Die Brille muss ich heute mal abziehen. Das wird sonst nichts. Beschlägt, hä? Ja, Brand, kannst du mit ihm ablegen? Ablegen hier. Hast dann kein Andi Beschlag dabei? Ja, ja. Ja. Hä? Nee, Andi Beschlag hab ich nicht. Nee, ich hab das. Hab ich. Ich werde immer hier schön. Der Christian arbeitet gerne mit dem Dildo. Immer hinter dem Rohr rütteln.
war eine. Hinter den Rohr sollst du mal rütteln. Ja. Ja. So, warte. Lass einmal raus. Upsi. Also ich sag mal so, wenn es jetzt geschwabbelt ist oben drauf, dann sieht es auf jeden Fall schön aus. Ja, Franz, Höhe passt auch soweit. Ich sagte, Höhe passt auch. Ja, ach das, da ist noch eine dicke Brocke drunter. So, liebe Leute, die Aktion ist durch, der Beton ist drin. Hier haben wir jetzt den einen Keller. Und oh, hier ist, na doch, Licht ist an, hier ist der andere Keller. Hat super geklappt, war echt eine coole Aktion. Der Pumpenfahrer war diesmal richtig klasse, beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen aber diesmal war das richtig gut. Ja, nach getaner Arbeit haben wir uns natürlich hier schön den Grill angemacht. Die Jungs, die sind schon am Verspannen. Ja. Wie fandet ihr die Aktion? Sehr gut. Der beste Teil ist der mit den Würstchen. Hat gut geklappt diesmal, ne? Oh, wow. Aber Franz, was meinst du? Alles prima mit der Pumpe. Vor allem der Beton war gut. Das ist das Allerwichtigste. Gut gelaufen. Ne? Letztes Mal hatten wir 4 Rohrkrepierer, diesmal keinen einzigen. Liegt aber wahrscheinlich am Fahrer, der Pumpenfahrer, der war klasse. Der war tiefenentspannt. Ja. Ja. Und Chris, wie fandst du es? Ja. Ich kann gerade den Sprecher im Mund voll. So, ihr Lieben, ich habe auch Hunger. Ich will mich jetzt zu den Jungs setzen. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hatte ja versprochen, diesmal nehme ich euch mit. Auch wenn das nicht ganz so einfach ist, bei dem Betonmachen noch nebenbei zu filmen. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Würde uns alle freuen. Wir sagen hier Tschüss von der Mühle. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.